I must rescue Sita. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Smite. Ich hoffe, dass jetzt der Ingame-Sound hier auch mal funktioniert. Das ist jetzt mittlerweile meine dritte Aufnahme, weil in den letzten beiden halt einfach der Ingame-Sound nicht dabei war und man einfach nur meine Stimme gehört hat. Ist zwar auch ganz nett, aber soll ja eigentlich nicht so sein. So, aber jetzt zum Spiel. Wir befinden uns hier im Arena-Modus. Das bedeutet 5 gegen 5. Es geht darum, die Leben des Gegners eigentlich so schnell wie möglich runterzukriegen. Das seht ihr unten rechts, diese beiden Zahlen. 500, 500. Gibt drei Möglichkeiten, diese runterzubringen. Möglichkeit 1 ist es, die Creeps zu töten. Der Gegner für jeden Kill, der von einem Spielergott gemacht wird, verlieren die Gegner ein Leben. Möglichkeit 2 ist, dass die Creeps durchlaufen und dann bei den Gegnern zum Beispiel in dieses gelbe Portal oder bei uns in dieses blaue Portal reinlaufen. Dort verliert man auch ein Leben, außer zum Beispiel durch diesen Super Creep, der ab und zu mal kommt. Das sind ganze 15 Leben, was sie dann verlieren. Jetzt gucken wir mal, ob wir da hinten schnell helfen können oder vielleicht sogar einen wegkriegen. Wollen wir mal raus. Oh, 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 oh. So war das nicht geplant. Habe ich es auch nicht mehr geschafft, mein Heiligtum zu nehmen. So, und Möglichkeit 3, um die Leben runterzukriegen, wäre so, wie es eben die Gegner bei mir getan haben, halt die Götter zu töten. Das bringt, soweit ich weiß, glaube ich, 4 oder 5 Leben gleich runter. Ja, und sobald ein Team 0 Leben hat, hat das verloren und wir natürlich dann gewonnen. So, deswegen ist für mich auch als First Team hier der goldene Bogen auf jeden Fall drin, gerade als Rama, den ich hier spiele, als ADC, um einfach schnell die Creeps wegzukriegen. Da kommt vom Kulkan gerade die Ulti, die einfach mal ins Leere gelaufen ist. Und da kommt die Ulti vom Thanatos, mal gucken, wo er hinspringt. Okay, er springt wieder hin. Hier können wir mal gucken, ob wir hier was reißen. Ja. Nehmen wir mal noch unser Astralfeil hier. Ah, schaffen wir trotzdem nicht mehr. Ja. An der Stelle erwähnen möchte ich auch nochmal, oder ich möchte mich bedanken bei dem Patrick. Der hat sich nämlich die Mühe gemacht, 4 meiner Videos zu kommentieren, und von ihm kam auch der Wunsch von Smite, dass mehr Let's Plays kommen, da er selber auch Smite spielt, allerdings auf der PS4. Jetzt wollen wir hier nochmal raus. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an den Patrick. Kurz auch dazu gesagt, also zu ihm, er möchte selber einen Vlog anfangen, so wie ich das ja auch mache, und traut sich allerdings noch nicht. Also nochmal ganz persönlich an dich, Patrick, fang wirklich einfach an. Sag mal, wir kriegen hier aber auch gar keinen Kill. Weil es ist halt wirklich, wenn du den Anfang erstmal gemacht hast, dann, wenn es dir einigermaßen geht wie mir, kannst du nicht mehr aufhören. Du kannst dir gerne mal mein erstes Video angucken. Dort wirst du auch sehen, wie schlecht ich eigentlich wirklich angefangen habe. Ich möchte nicht sagen, dass es mittlerweile richtig gut ist, aber auf jeden Fall besser. Weil bei meinem ersten Video hat einfach nichts gestimmt. Ja, die Auflösung war nicht richtig. Es war wirklich so richtig schön 0815. Aber ich habe halt angefangen, und das ist halt ganz wichtig, dass ihr... Sag mal, was ist denn los jetzt hier? Dass ihr wirklich den ersten Schritt macht. Weil das ist halt, wie bekanntlich, immer der schwerste. Und da haben wir den Kill gekriegt. Ja, wie gesagt, guckt dir gerne mal mein erstes Video an. Vielleicht spricht dir das noch mal ein bisschen Mut zu, weil Thema war auch da, aller Anfang ist schwer. Dort geht es genau darum, dass wir mit Sachen einfach mal anfangen müssen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zurück. Hier fast 3000 Gold. Und noch nichts gekauft, großartig. Ja, guck's dir an. Ich hoffe, dass ich dir damit vielleicht schon mal ein bisschen helfen kann.
Very well then. Kaufen wir uns hier gleich noch die Schuhe mit. So, sind wir auch schon mal ein bisschen flinker. Wir liegen auf jeden Fall ganz gut vorne gerade für den Anfang. Das ist schon gar nicht schlecht. Jetzt werde ich mal meine Ulti nehmen und gucken, ob ich hier den Zeus vielleicht kriege. Ja, da haben wir ihn. Optimal gelaufen gerade die Ulti. Da haben wir gleich noch einen. Oh, wie kann man denn so viel daneben schießen? Naja, gut. So, jetzt machen wir hier mal die Creeps, einfach um unseren Vorsprung hier so ein bisschen mehr auszubauen. Ich werde mit Rama auch gleich mehr auf Crits gehen. Finde ich hier im Arena-Modus eigentlich ganz cool, weil man halt wirklich einfach Burst-Damage, die Gegner kommen sehr schnell wieder. Man kann sie, wenn man einigermaßen gut ist, halt auch sehr oft killen. So, und deswegen holen wir uns als allererstes auf jeden Fall eine Raserei. Very well, then. Die so besagt hat, dass wir bei jedem Hit, der nicht kritisch ist, 10% Crit kriegen, so lange bis wir critten, dann wird das wieder zurückgesetzt. Ja, sie sieht schon, die Crits, die gehen hier auf jeden Fall sehr gut durch. Ich krieg ihn nicht, ich habe auch leider keine Ulti. Aber wir können hier ganz in Ruhe die Creeps machen. Können uns hier die Skadi holen, oder er holt sie sich. Dann holen wir uns den Drachen, weil er gerade so schön seine Ulti gezündet hat. Also sehr entspannte Runde hier gerade. Wir dominieren das doch schon stark, finde ich. Werde ich doch nochmal ulten. So. Nehmen wir mal raus. Nehmen wir mal noch das Heiligtum. Ich glaube, wir werden trotzdem getötet. Oh, da haben wir aber richtig Glück gehabt. Und die Bastard stirbt auch, weil sie da einfach zu greedy war und mich unbedingt haben wollte. Können wir uns die Raserei fertig holen. Ne, da komme ich leider nicht mehr ran. Gucken, ob der Thanatos sich traut, hier auf uns drauf zu springen. Ja, traut er sich. Dafür muss er halt leider sterben. Schießt hier aber auch ganz schön viel daneben. So, den Zeus auf jeden Fall. Der ist einfach... Da hat sie ihre Ulti benutzt. Also total verschwendet in meinen Augen gerade. Oh, oh, oh. Ah, jetzt wollte ich eigentlich mit der 3 rausrubbeln hier. Aber irgendwie kamen die leider nicht mehr durch. Ja, aber wir haben hier 21 zu 8 Kills und liegen doch deutlich vorne von Leben. Also das wird dann doch leider eine Schnellrunde. Ja, wie gesagt, ich will mich auf jeden Fall nochmal ganz doll an den Patrick bedanken. Er hat sich halt auch mehr Smite gewünscht hier. Und genau so könnt ihr das auch tun. Wenn euch irgendein Video gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Und wie ihr seht, ich berücksichtige natürlich eure Wünsche. Darum geht es ja hier eigentlich bei dem ganzen Spaß. Hab ja auch alles daneben geschossen hier. Den holen wir uns aber. Dann rubbeln wir nochmal kurz raus. So, dafür sterben wir aber. Sowas nennt man dann greedy, wenn man unbedingt irgendeinen Kill haben will und dann doch stirbt. Einfach, wenn man so gierig ist wie ich. Kills, kills, kills. Wie steht's denn überhaupt? Einfach mal lustigerweise. Okay, 8 zu 3. Gar nicht mal schlecht. Besser als die letzten beiden Runden sogar. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt mit dem Sound auch hinhaut.
Ich habe mir jetzt extra mal nochmal ein neues Programm runtergeladen, um die Let's Plays hier aufzunehmen, weil mit dem Programm, wo ich es sonst gemacht habe, doch irgendwie ganz schön Lecks hatte, obwohl ich glaube, dass das an meiner Grafikkarte liegt. Und uns jetzt hier nochmal den Blue Buff, einfach weil der halt auch unsere Cooldowns nochmal runtersetzt. Wir werden jetzt mal in Ruhe hier die Creeps machen, um unseren Vorteil so ein bisschen auszubauen. Oh, der Thanatos hier hinten macht auf jeden Fall irgendwie gerade so ein bisschen stumm. Okay, dann ist er weg. Ich überlege gerade, ob ich mir noch eine Kinsale kaufe. Die macht halt nochmal 4% Max Life vom Gegner Damage, wenn gerade der Pfaffen hier doch relativ viel Leben hat. Jetzt ist ein Deathbringer erstmal fertig. Oh, schön daneben geschossen. Oha. Kurz hier unser Heiligtum an, in der Hoffnung, dass wir noch wegkommen. Ne, keine Chance. Da haben wir uns jetzt zu weit nach vorne getraut, waren absolut out of position. Und das hat sich halt nun dummerweise auch gerecht. So, wir holen uns mal hier diese Kingscase noch. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit, was natürlich auch nicht schlecht ist. Gerade wenn wir jetzt so auf Crit gehen und so öfter und so schneller wir natürlich angreifen, umso mehr critten wir auch. Es ist einfach vom DPS, also Schaden pro Sekunde, Damage per Second. Einfach der Schaden stimmt, Angriffsgeschwindigkeit jetzt noch ein bisschen ausbauen und dann können wir da eigentlich ganz in Ruhe die Gegner wegmachen. Gucken, ob wir den Fassen hier da hinten noch kriegen. Schade, das hat dieses Mal nicht geklappt. Aber es kann ja auch nicht immer klappen. Wäre ja dann auch langweilig. So. Wie ihr seht, der Schaden ist schon nicht schlecht, wenn es dann mal krittet. Wir machen hier in Ruhe die Creeps. Was anderes interessiert uns gerade gar nicht. Irgendwie lassen uns auch alle in Ruhe hier, das finde ich schön. Wir stehen da eigentlich mittendrin und alle laufen an uns vorbei. Was willst du denn hier? Oh. Ulti vom Zeus, auch überhaupt nicht zu verachten. Also die Ulti vom Zeus macht halt Blitze, man kriegt eine Aufladung bis zu 3, soweit ich weiß. Und dann kann er die nochmal extra zünden, also das ist massiv Schaden, was da auf die ganze Gruppe kommt, wenn die gut gesetzt ist. Müssen wir hier mal rausrubbeln. Jetzt machen wir hier gerade ein bisschen miese. Aber der Drache kommt einfach jedes Mal viel zu spät von ihm. So, da haben wir jetzt gerade die Ladung gesehen vom Zeus, die mir da echt gut Schaden gemacht hat. Und stirbt schon wieder einer von uns. Also unser Vorteil wird langsam immer enger, was sein Leben angeht. Weil jetzt doch irgendwie relativ häufig sterben. Obwohl unser Ratatostrige zum Beispiel mit 12-0 ist natürlich auch nicht zu verachten. So, den haben wir. Man hat immer mal auf die Creeps achten, dass die nicht durchlaufen. So, den Pfaffen hier, den holen wir uns jetzt aber. Ah, der Junge hat viel zu viel Leben. Auch nichts gekrittet hier. Oh, jetzt hatte ich gerade Silence drauf. Jetzt habe ich Glück gehabt, dass dieser Rubbel da noch durchkam. So, jetzt warten wir noch mal ganz kurz auf die Kindsface hier, dass wir uns die fertig kaufen können. Zack. Und dann werden wir uns zum Schluss trotzdem noch ein bisschen Rüstung holen, auch wenn das nicht unbedingt üblich hier ist in der Arena. Dann nutzt man den Attack Speed Buff noch, um einfach noch schneller angreifen zu können. Ihr seht dann den Creep gerade, die Crits sind natürlich ordentlich hier mit 600 Schaden. Es gibt manche andere Charaktere, die schaffen natürlich mehr, um einiges mehr.
aggressive. An ally has been slain. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gedacht, ich krieg wenigstens einen von beiden noch. Aber wir liegen immer noch 60 Leben vorne. Also ich denke, wenn da jetzt nicht allzu viel schief geht, sollten wir das eigentlich locker in der Tasche haben. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall, wie heißt das? Genau, eine brustharnische Tapferkeit. Machen wir einfach nochmal ein bisschen physischen Schutz und Abklingzeitverringerung. Das ist immer gut, wenn wir unsere Skills dann ein bisschen früher benutzen können. Gerade auch was Ulti angeht. Jetzt müssen wir den Dicken hier mal aufhalten, weil wenn der durchkommt, sind das halt gleich mal 15 Leben, die wir verlieren. So, ihr seht jetzt am Pfaffen hier, da macht sich halt die Kinface bemerkbar. Der Ratatoske klaut mir den Kill. Oh, ich treffe aber auch gerade gar nichts hier. Jetzt haben wir ihn. Oh, auf jeden Fall nochmal zurück. Schöne Musik jetzt, das kommt glaube ich immer ab 50 Leben, wenn der Gegner nur noch so wenig hat. Ich treffe aber auch nichts. Wenn ich mal treffen würde, kriege ich vielleicht auch einen Kill. So, geht ab. Wenn ich treffe, geht ab. Man könnte natürlich auch noch ein bisschen Life Leech nehmen, aber wenn die hier so schön in die Attacken reingehen. Ah, jetzt hätte ich mich... Ich hätte mich umdrehen sollen und einfach einen Schuss abgeben. Wäre er tot gewesen, hätten wir gewonnen. Aber ich glaube, unser Ratatoske wird das schon machen. Oder die Neve. Die Neve macht den letzten Kill. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Anregungen, Ideen, Fragen. Schreibt mir alles in die Kommentare rein. Ich freue mich über jedes Kommentar, was ich zu lesen kriege. Und ich probiere auch immer schnellstmöglich zu antworten. Wenn ihr Spaß hattet, euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Solltet ihr kein Video mehr verpassen wollen, klickt einfach hier unten auf den Button, wo Abonnieren steht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne, bleibt fit, euer Marcel.